Ein ziemlich wildes Leben habe ich hinter mir, so quer durch Deutschland. Und in jeder größeren Stadt habe ich auch mal gelebt. Das heißt, ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Berlin verbracht. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, da habe ich meine Kinder gekriegt und da habe ich Malerei studiert. Da habe ich meine ersten Ausstellungen gehabt, meine ersten Erfolge, meine ersten guten Kritiken. Und dann passierte das, was manchmal Ehefrauen passiert. Ich hatte mal gesagt, wo du hingehst, Gaius, da will auch ich hingehen, Gaia. Wir haben nicht kirchlich geheiratet. Und das habe ich dann auch gemacht. Er hatte einen tollen neuen Job in München. Und da habe ich gesagt, okay, ich kann auch in München malen, wo ich meine Staffelei hinstelle, ist egal. Das war es aber nicht, sondern das war eine Tür in Berlin zu, eine Ausstellung, die ich absagen musste, ein Umzug nach München, wo ich niemanden kannte, auch keine Künstler, auch keine Galeristen. Das war also nochmal ein richtiger Neuanfang. Und den habe ich gemacht, das hat funktioniert. Und als ich dann die ersten Aufträge hatte, unter anderem von der Uni, einen Professor zu porträtieren und meine ganzen Jazz-Impressionen gemalt hatte, da hieß es dann, wir ziehen um nach Paderborn. Da ist mir erstmal so alles runtergefallen, weil ich dachte, Paderborn, was ist das denn? Wo ist das denn? Höre ich ja heute noch oft. Und naja, dann habe ich das auch gemacht. Und hier war es sehr, sehr schwierig, weil Paderborn und Delbrücke, das ist so ein weißer Fleck auf der Landkarte, was moderne Malerei betrifft. Und ich musste tatsächlich richtig neu anfangen. Ich kannte hier aber Gott sei Dank einen einzigen Künstler. Und der hat mit mir eine Ausstellung gemacht. Und dann machte damals die PESAG, städtischer Energiebetreiber, machte auch große Ausstellungen regelmäßig, also so wirklich wie ein Mäzen. Und die haben mit mir noch eine Ausstellung gemacht. Und ja, da war dann aber Ende der Fahnenstange. Und New York und alles vorher vergessen. Und da habe ich klein, klein gesagt, okay, dann machst du hier deine eigene Mal- und Zeichenschule auf. Und das habe ich gemacht. Und dann gab es plötzlich eine Anfrage vom Gymnasium Paderborn Schloss Neuhaus, eine Europaschule, ob ich nicht Lust hätte, als Seiteneinsteigerin Kunst zu unterrichten. Und ich hatte richtig Lust. Und das habe ich 4 Jahre lang gemacht. Und es hat auch richtig Spaß gemacht, mit jungen Menschen zu arbeiten, zu sehen, dass die meinem Blick weit über den Tellerrand folgen. Kunst auch einfach mal nehmen als das, was es sein kann und nicht als das, was es in der Schule unterrichtet wird. Nämlich, ich drücke mich aus. Jeder kann was, jeder kann kreativ sein, wenn man es nicht erschlägt vorher. Jeder hat Fantasie und ich habe mit denen wunderbar gearbeitet. Ich habe mit denen Zeichentrickfilme gemacht, erst mit dem Laptop, aber die Laptops in der Schule waren etwas bemänglisch. Um nicht zu sagen, irgendeiner war immer kaputt oder nicht da oder. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben doch alle Smartphones, machen wir es doch einfach mal mit Smartphones. Dann haben wir also die Bühnenbilder gebaut, wirklich in künstlerischer Freiheit und Breite, haben die Geschichten erfunden, haben das Ganze dann aufgebaut und gefilmt mit unseren Smartphones und es hat einen mörderischen Spaß gemacht. Sabine, wie bist du eigentlich in die Politik gekommen? Der Schritt war ganz leicht. Interessiert war ich schon immer, schon politisiert durch die wilden 68er in Berlin. Das ist klar. Piratenpartei gab es damals noch nicht. Grüne auch nicht. Aber es gab in der SPD etliches, was ich heute auch in der Piratenpartei wiederfinde, was es in der SPD aber schon lange nicht mehr gibt. Und bei den Grünen auch nicht. Das heißt, ich bin damals in die SPD gegangen, 72, und habe genau das gemacht. Bildungspolitik und Kulturpolitik. Und das habe ich eine ganze Weile gemacht, solange wir in Berlin waren. Dann sind wir nach München gezogen. Da habe ich mehr oder weniger fast nichts getan, weil auch schon etliche Dinge passiert waren, die mir die Partei etwas weggerückt hatten und mich der Partei etwas entfremdet hatten. Und das wurde dann immer schlimmer, bis mein Mann und ich dann beschlossen haben, das war's. Mit aller Treue zur alten Tante der SPD, das geht nicht mehr. Das war Beck mit der Telekommunikationsüberwachung. Das waren haufenweise so Sachen, wo dann
ab 2006 irgendwann auch die Piraten schon auf die Straße gingen. Und dann hatte ich die noch gar nicht auf dem Schirm, bis meine Tochter gesagt hat, guck dir doch mal die Piraten an. Und das habe ich dann gemacht, gründlich, bis zur Gründung. Alles, was ich im Wiki finden konnte, alles, was ich lesen konnte, habe ich gelesen. Und dann habe ich festgestellt, das ist dann wohl deine Partei. Und dann bin ich eingetreten im September 2011. Und von da ab habe ich dann auch richtig losgelegt, eigentlich ohne Pause. Und ja, dann habe ich auch das mit der Schule aufgehört, mit der eigenen Privatschule, mit dem Mal- und Zeichenunterricht, weil das einfach alles zu viel wurde. Ja, und mittlerweile bin ich Themenbeauftragte für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und das sind eben auch genau meine Themen, die auch in sehr viele Bereiche in unserem weiten Programm ausstrahlen. Also gerade Bildung, gerade das, was ich für so ungeheuer wichtig halte, mit Kindern so umzugehen, dass man ihnen nicht die Kreativität und die Fantasie austreibt und sie in der Schule dressiert, damit sie brave Angestellte in der Industrie werden. Das sind so die Punkte und die sind natürlich europaweit genauso wichtig, weil wir da auch sehr unterschiedliche Bildungsstandards haben. Und die kann man nicht alle angleichen, weil die Länder völlig unterschiedlich sind. Aber man muss schon sehen, dass man irgendwo diese Gemeinsamkeit findet, dass gerade über Kreativität und Kultur da mehr zusammengeführt wird, auch Jugendliche, ein reger Austausch passiert, Schüleraustausch, Studentenaustausch, all diese Dinge, die zum Teil ja schon laufen, aber nicht so, wie sie laufen könnten. Das würde ich gern verstärken. Sabine, vor welchem Bild stehen wir hier eigentlich? Big Brother is watching you. Das habe ich 2010 gemalt, unter dem Eindruck all dieser Dinge, die passieren und auf die wir meinen, keinen Einfluss zu haben, vor denen wir Angst haben, vor denen Menschen auch Angst haben sollten. Denn alles, was heute passiert an Überwachung, muss man sich mal vorstellen, passiert mit einer Regierung, die ein bisschen anders ist als unsere derzeit. Ich brauche nur die AfD zu erwähnen. Wenn wir an die Macht kommen, dann seid ihr erledigt, dann fegen wir euch beiseite. Genau das, die Möglichkeiten, die haben mit dieser Art von überall rundum Überwachung, sodass nichts mehr an uns geheim ist, dass wir so transparent sind, wie ein Glas Wasser im Prinzip. Und dass man auch alles projizieren kann. Das hat Angst ausgelöst und dass daher die flüchtenden Menschen, daher die Krebszelle, daher die Würmer, die Widerstände, die vielen, die hier rumfliegen, die Chips, die fliegen und eingesogen werden von diesem Auge, was alles schluckt und alles sieht. Ja, das war so der Eindruck. Und das Netz darüber ist das Netz, in dem wir gefangen sind, wenn wir nicht aufpassen. Wenn wir nicht selbst bestimmen. Und da geht es um selbstbestimmtes Leben und um die Gegenwehr gegen jegliche Art von Überwachung im Netz. Und Überwachung auf der Straße und Überwachung generell. Die brauchen wir nicht. Wir sind keine Kriminellen. Wir sind weder Bots noch Kriminelle, noch haben wir irgendwas Böses vor. Wir sind ganz stinknormale Bürger dieses Landes. Menschen, Einwohner dieses Landes. Und ihnen von vornherein zu unterstellen, dass sie Terroristen sind und Böses wollen, ist genau das, was nicht sein darf. Sabine, wofür steht die Piratenpartei? Für Freiheit, Würde und Teilhabe. Und das sagt eigentlich schon alles. Freiheit, sein Leben so zu gestalten, wie man es gestalten möchte. Freiheit zu leben, wo und wie man leben möchte, mit wem man leben möchte. Die Freiheit zu arbeiten, was und wo man möchte. Die Würde zu behalten, egal in welcher Situation.
Und das heißt, ich bin ein selbstbestimmter Mensch. Das gehört für mich ganz dringend dazu. Und dazu gehört eben auch Teilhabe. Denn wenn ich teilhaben kann, dann bin ich auch Teil des Ganzen. Dann bin ich nicht allein. Wenn man mich ausschließt, bin ich allein. Da geht mir die Würde verloren und die Teilhabe und die Freiheit. Und genau das, genau dafür stehen Piraten. Ich lese hier gerade in einem Tweet von Timo Wölken, dass Frau Merkel unbedingt ihre Upload-Filter behalten will. Und dass sie auf Katharina Barley nicht gehört hat und Peter Altmaier den Koalitionsvertrag auch ignoriert. Und daraufhin meint Timo Wölken zu Recht, jetzt wird es wichtiger denn je, auf die Straße zu gehen. Und bleibt laut. Und das werden wir bleiben. Wir werden sehr laut werden müssen und wollen. Denn die Upload-Filter machen uns ja auf verschiedene Arten und Weisen völlig unfrei. Ich will mein Leben nicht bestimmen lassen oder was ich schreibe, denke, remixe, was auch immer, von Algorithmen. Tja, als Bildungspolitikerin bin ich begeistert. Denn das, was die Kinder da zeigen, ist, dass sie aufgepasst haben, dass sie wach sind, dass sie das Leben und was hier draußen passiert beobachten und dass es ihnen stinkt, was die Erwachsenen tun und was die Politiker tun, nämlich nichts. Der Klimawandel ist eine Drohung, eine existente, eine sichtbare. Man kann sich die Polarkappen angucken, man kann sich die Eisbären angucken, man kann Gott weiß was alles betrachten, beobachten. Und was unsere Kinder da tun, ist, sie machen unseren Job und den machen sie gut. Und wenn sie ihn außerhalb der Schule machen würden, in ihrer Freizeit, würde es kein Schwein interessieren. Aber so regen sich Politiker darüber auf. Am 26.05. geht bitte alle wählen. Die 5%-Hürde ist gefallen. Jede Stimme zählt, auch jede Stimme für Piraten.